Hallo und willkommen bei Viotech. Ich bin Malte Schäfer, erster Solobratscher des Philharmonischen Staatsorchesters in Mainz. Und heute geht es um meinen Langzeittest von dem Schulter- und Kinnhaltersystem der Schweizer Firma Dolfinos. Alles geht los kurz nach diesem Intro. Nein, das ist kein Kugelschreiber. Das ist das gesamte Werkzeug, was man braucht, um das Dolfinos-System aus der Schweiz zu montieren oder zu demontieren. Wenn ich hier die Kappe abziehe, dann sieht man darin, ist ein ganz kleiner Inbus-Schraubenzieher versteckt. Und wenn ich den herausziehe und einmal umdrehe, wieder reinstecke, dann ist da ein noch etwas kleinerer Inbus-Schraubenzieher. Und das ist alles, was ich benötige, um das System zu verstellen, einzustellen oder zu montieren oder zu demontieren. Und all das geht innerhalb von wenigen Sekunden oder insgesamt wenigen Minuten. Was brauche ich da zum Beispiel? Wenn ich hier zwei kleine Schrauben an der Seite des Kinnhalters löse, dann lässt sich der gesamte Kinnhalter stufenlos in der Höhe verstellen und fährt an diesen zwei Titanstäben rauf und runter, sodass ich den also bis zu 2 cm hochstellen kann oder eben runter. Wenn ich das wieder fest haben möchte, drehe ich einfach die beiden Schrauben rein. Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil für Menschen mit extrem langen Hälsen oder auch hängenden Schultern. Das ist schon wieder montiert. Das gesamte System besteht aus Kinnhalter, Klammer und einer frei schwingenden Schulterstütze. Was ist der Vorteil davon? Freischwingende Schulterstützen sind grundsätzlich eine gute Idee. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit vielen Jahren, weil sie natürlich den Vorteil haben, dass keine Gummifüße am Instrument dran sitzen, die Resonanzen klauen, beziehungsweise das Instrument schwingt eben viel freier, weil nichts dran ist, nichts dran hängt, was eben das Schwingen verhindert. Es gab schon viele Versuche, freischwebende Schulterstützen zu etablieren. Das erste war, glaube ich, in den 80er Jahren auch die Schweizer Firma Libero. Die habe ich auch gehabt. Die hat für mich den entscheidenden Nachteil gehabt, dass sie durch das Montierungssystem wesentlich Kratzer in den Boden meines Instruments gemacht hat. Das fand ich nicht so wirklich witzig. Deswegen bin ich da schnell wieder von abgekommen. Dann habe ich relativ lange die Schulterstütze ISNI gespielt. Von der Firma Wittner, für die ich auch als freier Mitarbeiter mehrere Jahre gearbeitet habe. Die ist gut und die gibt es auch noch auf dem Markt und die ist auch wirklich günstig. Der entscheidende Nachteil zu dem Dolfinos-System besteht darin, dass die Wittner-Stütze komplett aus Kunststoff besteht und dieses System fast komplett aus Metall. Das hat für mich rein vom Spielen schon mal den Effekt, dass die Wittner-Stütze immer und überall nachgibt. Das heißt, das hat für mich nie einen wirklich stabilen Eindruck hinterlassen. Das mag manche Leute gar nicht stören. Viele Leute spielen ja auch gerne nur mit dem Kissen oder so anstelle einer Schulterstütze. Mich persönlich stört das, weil ich immer gerne ein höchstes Maß an Stabilität haben will beim Spielen, um mich mit der linken Hand auf das Spiel konzentrieren zu können und nicht darauf konzentrieren zu müssen, das Instrument noch abzustützen. Ein weiterer Vorteil von freischwingenden Schulterstützen ist natürlich, die sind fest montiert, das heißt, die können nicht verrutschen und die fallen auch nicht ab. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie profan, aber das passiert im Musikerleben dauernd, dass irgendjemand so eine Stütze mitten in der leisesten Passage einer Puccini-Oper zu Boden rasselt. Und das ist dann schon auch sehr peinlich. Abgesehen davon ist es unangenehm. Und die Tatsache, dass sie eben auch nicht verrutschen können, das hat auch den entscheidenden Vorteil, dass wenn man sie mal montiert hat, bleiben sie immer in der tatsächlich eingestellten Position. Das klingt jetzt auch irgendwie profan, hat aber wirklich den Vorteil, dass sich das gesamte System viel stärker individualisieren lässt als andere Schulterstützen oder Kinnhaltersysteme. Das heißt also, wenn ich den Kinnhalter hoch oder runter stellen kann auf meine Halslänge und ich kann, so wie in diesem Fall, an diesem Rädchen die Schulterstütze in ihrer Höhe auch
einstellen von so hoch bis so niedrig, dann habe ich das auf meine eigene sehr individuelle Physiognomie natürlich eingestellt. Und das bleibt dann auch immer so. Ich sag mal, wie so ein perfekt eingestellter Autositz mit Kopfstütze eben auch. Wenn man da so eine Memory-Funktion hat im Auto, wie das heutzutage üblich ist, dann ist das auch sehr viel bequemer, da drin zu fahren, als wenn man einen alten Fiesta hatte, wo es eben nur die Lehne einmal nach hinten und nach vorne zu stellen gab. Ja, das ist ungefähr ein Vergleich, der trifft. Das heißt, für Menschen, deren Physiognomie, deren Körperbau vielleicht von der Norm ein bisschen abweicht, weil sie einen sehr langen Hals haben, weil sie sehr schmale Schultern haben, weil sie vielleicht auch einen sehr kurzen Hals haben möglicherweise, für all diese Menschen ist dieses System schon mal viel geeigneter als andere Systeme. Ich kenne also haufenweise Leute, die sehr lange Hälse haben und die dann künstlich sich ihre Kinnhalter vom Geigenbauer verlängern haben lassen und das ist unendlich instabil und sieht ganz furchtbar aus, oder die dann so lange Schrauben in ihren Schulterstützen hatten, wo also schon beim Dranmachen man sehen konnte, dass das Ganze völlig wackelig ist und nur eine Frage der Zeit, dass es irgendwie runterknallt. All das kann man mit diesem System hier sicher gewährleisten. Leute mit solcher Physiognomie finden hier eine Möglichkeit, bequem und sicher mitzuspielen. Bequem und sicher heißt in diesem Fall, diese beiden Schulterpads lassen sich eben in der horizontalen und in der vertikalen verstellen. Da ist in der Mitte, das kann man so sehen, ein kleines Loch und da geht man auch mit dem Inbusschlüssel rein und dann ist da ein Kugelgelenk und dadurch lassen die sich in jede Richtung verstellen und das gewährleistet, dass man früher oder später sicherlich eine Position findet, mit der man schmerzfrei und auf Dauer entspannt spielen kann. Das ganze System löst man, indem man hier diese beiden Schnellspanner öffnet. Dann hat man die Schulterstütze in der Hand, die Klammer und der Kinnhalter verbleiben am Instrument. Man kann also auch jederzeit mit einer herkömmlichen Schulterstütze spielen, sollte man die Dolphinusstütze mal nicht benutzen, aber empfehle ich jetzt nicht, weil die ist ohnehin besser. Diese beiden Pads sind mit einem Gummiüberzug, der eine Art von Lamellenstruktur aufweist. Ich habe dafür persönlich das Wort gefunden, dass ich sage, die sind Geckofüße. Die kleben also wirklich wortwörtlich zu nehmen auf jedem Stoff, auf jedem Sakko, auf jedem Jackett oder eben selbst hier am Finger. Wenn ich da jetzt drüber gehe, ich kann da also meinen Finger kaum drüber ziehen, weil das so an meinem Finger haftet, dieses Material. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe das vorher noch nie irgendwo gesehen, aber das funktioniert 1A. Und wie gesagt, die lassen sich eben verdrehen, verstellen in jegliche Richtung. Das muss man allerdings auch machen und auch wollen. Das heißt, einen Tag lang braucht man unter Garantie, um die perfekte Montage hinzubekommen. Dann hat man aber den Vorteil, dass eben das System nie wieder verändert werden muss. Das heißt, es funktioniert 1A, egal von morgens bis abends, man braucht es nicht mehr zu verstellen und es kann eben auch nicht verrutschen. Ich mache das jetzt ganz nochmal fest und dann zeige ich, was ich mit Stabilität meine. Ich habe das System tatsächlich überwiegend auf meiner Carbonbratsche von Lewis & Clark, die ich auch im Dienst spiele, drauf, weil ich der Ansicht bin, das sieht einfach gut aus miteinander. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeins gibt, was gerade auf so eine Carbonbratsche optisch besser passt. Aber natürlich gibt es diesen Kinnhalter auch in braunem Holzton und es gibt drei verschiedene Kinnhalter. Man kann sich, glaube ich, auch sogar selber custom-made welche bestellen. Die sind dann aber dementsprechend teurer. Ja? Aber also es gibt relativ viel Zubehör von der Firma und die erweitern auch das Sortiment noch beständig. So, was ich sagen wollte, wenn man die Bratsche ansetzt oder natürlich auch Geige, ganz egal, und man hat es richtig eingestellt, dann hält das Instrument absolut automatisch, ohne dass man in irgendeiner Weise Druck oder mit der Schulter pressen oder mit dem Kinn drücken muss. Es ist also wirklich wie, als ob sie schon immer da gewesen wäre, eingeklemmt. Das hat natürlich echt einen Vorteil. Nicht, dass ich nebenbei dirigieren könnte, sondern ich muss mit meinem Daumen das Instrument überhaupt nicht abstützen, halten bei größeren Lagenwechseln, bei Laufverbindungen oder großen Sprüngen oder sowas. Das ist natürlich enorm vereinfachend und bequemer, dass das Instrument von alleine in der Position bleibt, in der man es haben möchte. Und man muss es überhaupt nicht abstützen.
Das habe ich also bei keinem anderen System je gehabt. Das finde ich extrem vorteilhaft. So, gibt es auch Nachteile? Ganz klarer Nachteil ist, das Ding ist teuer. Deswegen habe ich auch lange mit mir gerungen, ob ich es mir anschaffe. Ich habe mich dann allerdings doch einfach dazu entschlossen, weil ich gesagt habe, erstens mal, das ist ausgereift, das ist echt tolle Ingenieurskunst und man muss ja auch so eine Firma wie Lolfinus, was einfach ein kleines Start-up-Unternehmen ist, in irgendeiner Weise unterstützen als Profimusiker. Und das will ich auch in diesem Falle tatsächlich mit diesem Video. Ich werde also nicht von denen gesponsert, genauso wie ich in anderen Videos auch nicht von Apple, Bose, Amazon oder sonstigen Firmen gesponsert werde. Ich mache tatsächlich nur dann Reviews über Produkte, wenn ich sehr davon überzeugt bin, dass die super sind und dass die das Leben für uns als Profimusiker oder angehende Profimusiker oder Laien wirklich wesentlich vereinfachen. Also das System kostet ungefähr, glaube ich, vor Steuer knapp 500 € momentan. Das ist wirklich eine ganze Stange Geld. Allerdings zahlt man für die Stütze der Firma Pirastro, die sich sehr durchgesetzt hat, Korfka heißt die, auch, glaube ich, schon über 300 €. Ich mache da in den nächsten Tagen, wenn ich dazu komme, mal einen Vergleichstest zwischen beiden Systemen. Und da liegen dann für meine Begriffe doch Welten dazwischen, was dieses System für seinen Preis bietet und das andere System für seinen Preis anbietet. Also da bin ich relativ der Meinung, im Verhältnis sind die hier dann gar nicht zu teuer. Trotzdem ist das natürlich eine ganze Stange Geld und man muss sich das überlegen. Allerdings, wenn man darüber nachdenkt, dass ein Satz Saiten heutzutage eben auch ohne weiteres schon mal 150 € kosten kann, dann finde ich für ein lebenslanges oder für ein Musikerleben gedacht, finde ich eine Anschaffung von 500 € absolut plausibel und nachvollziehbar. Denn es erleichtert einem das Arbeiten tatsächlich ungemein. Das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen alles, was ich sagen wollte. Wenn ihr Fragen habt, dann seid so gut und stellt die Fragen. Ich versuche die nach Möglichkeit zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann seid so lieb und gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr über weitere Produkte informiert werden möchtet, die ich in der Zeit von Zeit zu Zeit rezensiere, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, dann freue ich mich drüber und das kostet auch kein Geld. Jo, herzlichen Dank soweit. Und ich hoffe, das war einigermaßen informativ. Ein kleiner letzter Hinweis, wenn ihr euch gewundert habt, was dieser silberne Ring hier ist, der ist nicht von Dolfinus, der wird auch nicht mitgeliefert, der ist von mir. Das liegt daran, dass ich da rein immer meinen Bleistift festmache, weil ich jahrzehntelang immer das Problem hatte, im Dienst meinen Bleistift zu vergessen und meine Kolleginnen und Kollegen sich schon darüber lustig gemacht haben. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, ich erfinde für mich selber was, dass ich meine Bleistifte nicht mehr vergessen kann und habe deswegen dieses Metallsystem gekauft, was ich an alle meine Schulterstützen dran geklebt habe. Und seitdem habe ich immer einen Bleistift im Dienst parat. Wer das kopieren möchte, das ist ein 30-Cent-Produkt aus dem Internet, darf das gerne machen. Funktioniert wunderbar, rappelt nicht und klappert nicht. Und man hat den Bleistift immer da, wo man ihn haben möchte. Nur als kleiner Tipp am Rande. Ich wünsche euch was. Bis demnächst.